Willkommen hier im Signal Iduna Park. Willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Mein Name ist Wolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Borussia Dortmund gegen 1899 Hoffenheim. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Da ist das sowas wie ein Highlight. Die Stimmung ist riesig. Auf beiden Seiten sehen wir heute Spieler, die extrem stark am Ball sind. Es ist immer wieder ein Erlebnis, ein Spiel im Signal Iduna Park begleiten zu dürfen. Das kann man wohl sagen. Das liegt natürlich auch daran, dass sich die Menschen in der Region absolut mit ihrem BVB identifizieren. Da ist immer die Hölle los. Dabur. Schönes Zuspiel hier. André Kramaric. Gute Aktion. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Roman Bürki steht im Tor. Jadon Sancho steht mit Julian Brandt auf dem Flügel. Und vorne haben wir bei Ihnen einen Einmannsturm. Sieht erstmal nicht gefährlich aus, aber abwarten. Sie können während des Spiels ja variieren. Reus. Und jetzt Reus. Macht er gut. Jadon Sancho. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Witzel. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Konsequenter Zweikampf da auch außen. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Und Reus. Marco Reus gehört für mich persönlich offensiv zu den besten deutschen Spielern. Was meinst du, Buschi? Sehe ich genauso, Wolf. Umso mehr ist es schade, wie häufig der Nationalspieler verletzt ist. Und trotzdem kommt er immer wieder bärenstark zurück. Jetzt die Flanke. Gut aufgepasst und gut verteidigt. Reus. Marco Reus ist ja nicht nur herausragend im Dribbling, sondern auch bei ruhenden Bällen, Buschi. Ja, hat schon dank seiner super Schusstechnik den einen oder anderen Freistoß versenkt. Also Fouls in Strafraumnähe sollte man vermeiden. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Jadon Sancho. Das war knapp. Jetzt Marco Reus. Guerrero. Super dazwischen gegangen. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Kann er was draus machen? Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Kein Problem, geklärt von Hummels. Sie üben schon früh Druck aus. Das gibt einen Einwurf. Hazard. Hazard. Gut vom Schiedsrichter. Da gibt er Vorteil für Dortmund. Jadon Sancho. Ist hier immer noch am Ball. André Kramaric. Ballverlust. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Brandt. Da kommt der Pass auf außen. Und das ist der Ballverlust. Guerrero. Sieht gefährlich aus. Er holt sich vorne den Ball. Reus! Keine Schwierigkeit hier. Ganz problemlos gehalten. Brandt. Jadon Sancho. Jadon Sancho. Witzel. So langsam wird's gefährlich. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Vielleicht der schnelle Konter jetzt.
Aktion läuft weiter. Nach wie vor klasse Pass. Munas Dabur. Jetzt vielleicht. Den hält er super. Kurze Ecke. Steven Zuber. Da war die Chance, aber er macht die nicht. Ballverlust Dortmund. Oh, viel Platz jetzt. Das muss es sein. Die Hoffenheimer machen das Tor. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Das ist Freistoß für Dortmund. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Dabur. Tolles Zuspiel. Die Gefahr erstmal wieder bereinigt. Beim Ballbesitz hat Borussia Dortmund im bisherigen Spielverlauf eindeutige Vorteile. Aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Ja, immer noch stehen sie da enorm unter Druck. Bürkiel, Ball noch im Spiel. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Witzel, Marco Reus. Brandt. Jetzt könnte er den Ball abspielen. Da kommt die Hereingabe. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Der Ball geht an den Pfosten. Abgepfiffen, abseits. Stafelidis. Ballverlust. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Keine andere Option für den Referee. Jetzt Stafelidis. Jakob Brünn-Larsen. Dabur. Klasse Pass. Gute Aktion jetzt. So, die Chance jetzt. Weiter Gefahr nach Bürkis Abwehr. Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch nichts entschieden. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Bisher eine sehr überschaubare Leistung von ihm. Er strahlt keine Gefahr aus. Hoffenheim möchte jetzt natürlich an die Leistungen aus dem ersten Durchgang anknüpfen.
Also, wenn er so hingeht, was soll der Schiri machen? Gelb für die Aktion. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Da gibt es kein Vertun. Der Schiedsrichter liegt richtig mit seiner Einschätzung. Und den Freistoß können sie jetzt direkt versuchen. Der Torhüter dirigiert seine Mauer. Das könnte jetzt gefährlich werden. Spielt den Ball kurz. Brandt. Jadon Sancho. Da kommt der Pass auf außen. Jadon Sancho. Julian Brandt. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Da hat er gut verteidigt. Tolles Zuspiel. Munas Dabur. Ball ist weg, aber geht da noch was? Dortmund verliert den Ball. Kann er was draus machen? Da passt er auf. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Hazard. Jetzt kann er die Flanke bringen. Marco Reus. Steilpass kommt von Reus. Abseits. Er ist zu früh gestartet. Kramaric. Da verlieren sie den Ball. Guerrero. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Reus geht dazwischen. Klasse, wie er dahin geht. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Unaufhaltsam. Hereingabe kommt an den langen Pfosten. Jadon Sancho. Dortmund über außen. Reus. Sieht gefährlich aus. Da ist die Chance für die Flanke. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Also die Aktion vor einigen Sekunden, den müssen sie machen. Dann sitzt sie wieder drin in dieser Partie. Das sieht vielversprechend aus. Flanke jetzt. Chance aus kürzester Distanz. Aber dann ist Roman Bürki da. Klasse gehalten. Kurze Ecke. Steven Zuber. Ganz knapp. Guerrero. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Hereingabe jetzt. Und das Tor. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Und das ist einfach ein Weltklasse-Tor. Allerdings die Abnahme technisch perfekt. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Guter Einsatz, das war wichtig. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Und jetzt gibt es Einwurf.
Nico Schulz. Und nun Witzel. Klasse Pass. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Jetzt ist es gefährlich. Wichtig. Den Ball hat er sicher. Ball verspringt. Das war zu sehen. Das war trotz Bedrängnis keine gute Aktion. Emre Can. Die Riesenchance. Und da haben wir es. Das Tor. Den schießt er schön flach in die Ecke. Da kannst du nicht drankommen. Der Abschuss zu präzise. Da lässt er den Gegner alt aussehen. Sehen wir hier auch nochmal in der Wiederholung. Klasse gemacht und dann ein super Abschluss. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Die Borussia also jetzt vorne. Und da gibt er Vorteil. Gute Entscheidung, Spielfluss nicht unterbrochen. Der BVB will wechseln. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Dabur. Da kommt der Pass. Jetzt vielleicht. Weiter Gefahr nach Bülkis Abwehr. Und das Tor. Gerade erst gehen sie in Führung und dann das. Ja, da hat die Konzentration gefallen. Da spekuliert er drauf, dass sich eine zweite Chance ergeben könnte. Sehr gut gemacht. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen. So fällt er dem Stürmer vor die Füße. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Seine Pässe sind heute erstklassig, auch der hier wieder. Und da ist der Ball wieder weg. Florian Grillitsch. Schöne Aktion. Gute Idee, dieser Ball. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Nochmal der Eckball. Jetzt ein Tor und dann war's das. Sie führen die Ecke kurz aus. Könnte gefährlich werden. Ball noch im Spiel. Und die Situation geklärt. Kramaric. Macht er gut. Der Angriff könnte was werden. Oh, ich glaube, das war's vielleicht schon in dieser Partie. Schauen Sie sich diesen Jubel an. Was für ein wichtiges Tor. War es das jetzt schon? Also wenn Sie konzentriert bleiben, dann sind Sie durch. Hier nochmal dieser Treffer. Die Dortmunder müssen kommen. Durch das Tor liegen sie hinten. Über Reus könnte was gehen. Richtig, dass er hier pfeift. Das war ein Foul. Und da zeigt er ihn gelb. Kann man durchaus geben. Hier nochmal in der Wiederholung. Ja klar, Foulspiele hier. Und da lag der Schiedsrichter richtig mit seiner Entscheidung, hier abzupfeifen. Da passt er auf und hat den Ball. Auf außen ist Platz. Nicht präzise genug. Der Verteidiger ist dazwischen. Die Dortmunder Fans, die hoffen auf den späten Ausgleich. Jetzt also die Nachspielzeit angezeigt und schon wird es hier. Ja, mit viel Übersicht. Munas Dabur. Und jetzt die Chance. Der Keeper hält sein Team hier am Leben. Ein Tor ist ja aufzuholen. Und durch diese Rettungstat können sie noch auf das Unentschieden hoffen. Florian Grillitsch. Der Ball erstmal raus, gut gemacht.
Kramaric. Und er gewinnt den Zweikampf. Mit viel Auge holen sie sich da den Ball. Klasse. Und da ist der Schlusspfiff. Ein ganz, ganz enges Match war das heute. Am Ende gehen sie aber als Sieger vom Platz. Ja, spannend war die Partie auf jeden Fall. Sie sind diesen Tick besser gewesen, dass der Sieg in Ordnung geht. Up.